tolle Geschichte für euch. Und zwar aus dem Buch Kinderschatz, meine schönsten Geschichten zur guten Nacht vom Gondolino Verlag. Und heute gibt es die Geschichte Die fliegende Luftmatratze. Ich bin so schlapp. Die kunterbunte Luftmatratze schaut verdrießlich in den Himmel. Schau dir mal die Wolken an, wie prall die gefüllt sind. Pitt spürt den Vorwurf. Er hat sich mit dem Aufpumpen wirklich nicht allzu viel Mühe gegeben. Es ist schwül und vielleicht gibt es sogar ein Gewitter. Mürrisch wälzt er sich neben die Luftmatratze ins Gras. Willst du vielleicht fliegen, so wie die Wolken? Fragt er höhnisch. Die Luftmatratze ist gekränkt. Denkst du etwa, das könnte ich nicht? Aber mit dem bisschen Luft im Bauch wirst sogar du Fliegengewicht für mich zu einer Last. Das lässt Pitt nicht auf sich sitzen. Erstens bin ich kein Fliegengewicht und zweitens kannst du Luft kriegen, bis du platzt. Dann werden wir ja sehen, ob du fliegen kannst. Angeber. Pitt pustet sich fast die Lunge aus dem Leib. Die kunterbunte Luftmatratze wird dick und dicker. Genug jetzt, sagt sie. Hol mir vom Kiosk 4 Luftballons, einen gelben, einen roten, einen grünen und einen blauen. Aha, höhnt Pitt. Ist wohl doch nicht so einfach mit dem Fliegen. Nun mach schon, sagt die bunte Luftmatratze, sonst kommt das Gewitter dazwischen. Pitt kauft 5 Luftballons. Der Reserveballon ist besonders schön. Er sieht aus wie ein Zeppelin und ist silberfarben. Der Luftballonverkäufer hat alle 5 Ballons aus einer großen Gasflasche gefüllt. Pitt kann sie kaum halten. Eine starke Windböe trägt ihn fast davon. Es ist ja auch keine Kunst, sagt Pitt zur kunterbunten Luftmatratze, als er wieder zurückkommt. Mit den Dingern kann ich sogar fliegen. Binde die Ballons an die 4 Ecken an, befiehlt die Luftmatratze. Du wirst staunen, wie hoch wir fliegen. Pitt hat große Mühe, die Ballons richtig zu befestigen. Und als er an der 4. Ecke den blauen Luftballon anbindet, hebt die Luftmatratze schon ab. Pitt klammert sich ängstlich am Rand fest und zieht sich mit letzter Kraft hoch. »Siehst du, klappt doch alles«, kichert die bunte Luftmatratze. Und schon startet sie geradewegs in Richtung Wolken. »Nicht so hoch«, schrie Pitt, doch der starke Wind bläst seine Worte einfach davon. Zur Sicherheit bindet Pitt den Zeppelinballon an seinem Hosenbund fest. Es geht auf und ab und manchmal drehen sie sich im Kreis. Pitt legt sich auf den Bauch und schaut nach unten. Sehr weit sind sie noch nicht geflogen, denn er kann die Stadt genau erkennen. Die Schule, die Stadthalle, die Kirche, den Fußballplatz. Aber alles ist winzig klein geworden, wie aus einer Spielzeugschachtel. »Na, was habe ich dir gesagt?« ruft die kunterbunte Luftmatratze übermütig. »Halt dich fest, jetzt geht's noch höher hinauf.« »Mir reicht's«, schrie Pitt. Doch auch das hörte die Luftmatratze nicht. Bald sind sie mitten in den Wolken und Pitt kann nichts mehr sehen. »Was bist du denn für einer?« fragt eine dicke graue Wolke ganz aufgeregt. »Sieh zu, dass du wegkommst. Es wird gleich donnern und blitzen.« »Wohin denn? Meine Luftmatratze hört doch nicht auf mich. Sie will immer höher und höher.« Pitt hämmert mit den Fäusten auf die Luftmatratze und schreit, »Landen, landen, landen, hörst du?« Aber die kunterbunte Luftmatratze scheint sich hier oben so richtig wohl zu fühlen. Sie tut, als spüre sie Pitts Fäuste nicht. Und Pitt wird es ganz schwindlig, als sie im Kreis herumgewirbelt werden. »Zieh doch den Stöpsel raus«, rät ihm die dicke Wolke und kichert leise vor sich hin. Da fällt sie von alleine runter. »Und ich mit?« »Nein, danke.« Pitt weiß, dass das keine Lösung ist. Gegen das Fliegen hat er ja gar nichts einzuwenden. Nur müsse es nicht gerade jetzt sein, wo das Gewitter schon grollt und der Wind so stark bläst. Auf einmal hat Pitt eine Idee. Er entschließt sich, die 4 Luftballons von den Ecken zu lösen.
seht ihr das hier, ne? Wie die Luftballons und hier der Zeppelin-Luftballon an seinem Bauch festgebunden ist. Und hier die Wolken, ne? Wo die zwischendrin fliegen. Was machst du? Schimpft die Luftmatratze. Wir verlieren an Höhe. Hör jetzt sofort auf mit dem Unsinn. Pitt achtet nicht auf das Schreien und Zetern der Luftmatratze. Schnell lässt er die vier Ballons in die Gewitterwolken fliegen. Ich weiß ja jetzt, wie das geht, denkt er. Fliegen werden wir ein anderes Mal, wenn die Sonne scheint und kein so starker Wind bläst. Auch aus dem Zeppelin-Ballon lässt er vorsichtig die Luft ab. Die Gummihülle schiebt er unter sein T-Shirt. Sie verlieren weiter an Höhe, bald sind sie wieder unter den Wolken. Grelle Blitze zucken über dem Himmel. Der Donner ist ganz nah. Als Pitt am nächsten Morgen aufwacht, sucht er die Luftmatratze. Sie liegt in einer Zimmerecke und hat kein bisschen Luft in ihrem Bauch. Pitts Mutter steckt den Kopf zur Zimmertür herein. Das war ein sehr schlimmes Gewitter heute Nacht. Aber davon hast du sicher nichts gemerkt, Pitt. Du schläfst ja immer wie ein Murmeltier. Hast du eine Ahnung, denkt Pitt. Bei der Landung ist mir ganz schlecht geworden. Den nächsten Flug plane ich viel besser. Das kann man doch nicht einer Luftmatratze überlassen, die vom Fliegen überhaupt keine Ahnung hat. Ja, jetzt könnt ihr euch ja überlegen. Ne? Also ich denke, dass er das geträumt hat mit der Luftmatratze, weil er liegt ja fest in seinem Bett und die Mama hat ja gesagt, dass er ganz, ganz, ganz fest schläft. Ne? Ja, dann wünsche ich euch auch ganz tolle Träume. Vielleicht träumt ihr ja jetzt auch, wie er mit der Luftmatratze fliegen geht. Aber bitte macht es nicht wirklich nach. Außerdem, ich glaube, ihr braucht da schon ganz, ganz viel Ballons mehr, dass das tatsächlich funktioniert. Aber vielleicht habt ihr ja schon mal so auf einer Kirchweih so einen gasgefüllten Luftballon bekommen. Und da wisst ihr ja, dass der von alleine fliegt. Ne? Und wenn man ganz viele hat, dann würde man natürlich schon fliegen, weil dann die Luftballons das Gewicht nach oben ziehen. Aber das hoffe ich jetzt mal nicht, ne? Mit vier Luftballons auf jeden Fall oder fünf schafft man es definitiv nicht. Und es ist auch ganz gefährlich, wenn man das nachmacht. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne gute Nacht und bis nächsten Montag. Alles Liebe, eure Michaela Hirsch vom Betreuungsservice in Fürth. Tschüss, gute Nacht.